meine Freunde, und herzlich willkommen zur Folge Nummer 6, ist es, glaube ich, auf der Wavenport im Landwirtschaftssimulator 19. So, ich habe mal eben, wie versprochen, offscreen fertig gepflügt. Jetzt hauen wir eben eine Lage Dünger drauf. Ich vermisse auch tatsächlich das automatische nach hinten gucken. Es gibt so Sachen, an die habe ich mich einfach gewöhnt. Was habe ich jetzt? So. Okay, haben wir alles dran. Perfekt. Ja, dann düngen wir heute mal. Gut, ich denke mal, das sollte ratzfatz gehen. Und dann kommen wir auch gleich noch zum Einsehen. Ja, das Düngen geht auf jeden Fall schnell. Einmal komplett raus, damit ich die Arbeitsbreite auch im Blick habe. Ich habe auch schon eine Mod gesehen, die einen das per oder mittels zwei so einer kleinen Striche anzeigt, was die Arbeitsbreite ist. Könnte vielleicht sogar ganz hilfreich sein. Da muss man halt nicht immer so komplett rauszoomen. Da bin ich am Überlegen, ob ich mir die mal lade und mal ausprobiere. So, während ich eben am Pflügen war auf Screen, ja, ist das passiert, was ich in der letzten Folge erwähnt hatte, ne, wo ich meinte, von wegen, ich warte drauf, dass der Zug kommt, während ich am Wenden bin. Ja, ist passiert. Und ich habe es ganz knapp geschafft, da noch vorwegzukommen. Sonst hätte das wahrscheinlich richtig gekracht und der hätte mich mitgenommen bis nach Meppen, ohne anzuhalten. So, dann will ich aber eben einmal hier und zack, wunderbar. Ja, Düngen ist eine schnelle Nummer bei den Arbeitsbreiten hier. Lasse ich ihn einfach mal an, damit ich das Stück auch noch erwische, halbwegs. Ja, jetzt wird's komisch auf jeden Fall. Okay. Nee. Da werde ich dann wieder fuchsig, wenn ich zu viel offen lasse. Das mag ich nicht. So, das hätten wir jetzt auch noch gerne gedüngt. Ja, und ich denke, aufgefallen, immer noch selbe Aufnahmesession. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich noch eine Folge gleich mache oder nicht. Ich denke aber ja, damit ich ein bisschen Puffer vielleicht auch habe, falls ich doch mal irgendwie zeitlich nicht dazu komme. Ich möchte nämlich jetzt auf jeden Fall vermeiden, dass eine Folge ausfällt. Das ist ja leider schon das ein oder andere Mal passiert, so lange wie ich das jetzt mache. Das ist halt immer doof. Ist für mich doof, ist für euch doof. Ich kenne es halt selber auch, ich gucke ja auch selber viel YouTube, habe ich glaube ich auch schon oft genug gesagt. Und dann sitzt man da und wartet auf was und wartet und wartet und wartet und dann kommt da nichts. Ich meine, ein bisschen Verständnis hat man dafür natürlich auch. Es ist halt immer noch, selbst bei denen, die es hauptberuflich machen, YouTube oder Twitchen, was auch immer, es kann halt tatsächlich immer irgendwas dazwischen kommen, dass mal was nicht klappt, wie es sollte. Habe ich einfach volles Verständnis für. Dementsprechend hoffe ich, habt ihr das natürlich auch bei mir, falls es doch mal wieder passieren sollte. Aber ich versuche es auf jeden Fall zu vermeiden. So, Düngen ist ganz schnell abgeschlossen, herrlich. Bin ich mal gespannt. Ich einsehen, 6 Meter Breite. Das könnte tatsächlich vielleicht nochmal genauso lange dauern wie das Pflügen oder länger nicht, weil wir glaube ich schneller fahren können. Also 1,5 Folgen einsehen, die ich mit euch auch tatsächlich durchziehen werde. So.
arbeiten wir die ganze Zeit mit dem großen John Deere. Denn ich sollte auf jeden Fall nochmal ein Gewicht holen für den Fendt. Denn die viele arbeiten, oder eigentlich können wir fast, also bis auf den Pflug, können wir eigentlich auch jedes Gerät mit dem Fendt bedienen. Sollte eigentlich so sein. So, natürlich haue ich als erstes Sojabohnen drauf. Sojabohnen, da sind sie. Und los geht's. Ja, statt 12 fahren wir 18 km/h. Ist auch, glaube ich, ein Ticken breiter, also sollte schneller gehen als das Pflügen. Da sind wir garantiert nächste Folge fertig mit. Spare ich mir jetzt mit dem Vorgewende jetzt einfach mal und ziehe direkt durch, um ein bisschen Gase zu machen. Ja, allemal geht das schneller. Denke mal, wir werden mehr als die Hälfte diese Folge noch schaffen. Meinen Einschätzungen nach, die zu 75% immer falsch sind. Geil ist auch mit den Vögeln, wie die jetzt immer wegfliegen. Ich hoffe nur, ja gut, werden sie wohl nicht, aber im Normalfall picken die Vögel das schöne Saatgut raus. Wäre schlecht für uns. Aber das werden die hier wohl nicht machen. Zumal ich mir auch gut vorstellen kann, dass das für die Vögel gar nicht so gesund ist. Denn vieles an Saatgut ist ja auch behandelt. Also bei Mais zum Beispiel, der ist komischerweise irgendwie rot eingefärbt. Und ich denke mal, bei vielen anderen Sachen ist wahrscheinlich auch einfach schon Dünger mit dran oder irgendwas, damit die wahrscheinlich besser, damit das besser keimt oder so. Also ich glaube nicht, dass das dann einfach nur der Samen pur ist, den man da einpflanzt heutzutage. Und deshalb denke ich mal, kann das ziemlich ungesund sein für die Vögel, wenn die sich im Bauch damit vollschlagen. Oh. Hoffe, dass, ja gut, Saatgut wird auch noch reichen. Das wird auch hoffentlich fürs nächste Feld noch reichen. Und dann, ja, kalken. Wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Ballenanhänger holen. Und eine Palettengabel, damit wir uns hier ein bisschen Vorrat ranschaffen können. Vor allem Kalk. Wobei ich schon überlegt habe, ob das dann nicht sogar vielleicht sinniger ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es günstiger ist, wenn wir uns den Kalk lose kaufen. Also wenn wir da einmal mit dem Anhänger unterfahren, den voll machen und wir uns das erstmal auf den Hof kippen, einen großen Berg, und uns das dann halt jedes Mal reinschaufeln. Ist wieder ein Ticken aufwendiger und wird etwas länger dauern, als wenn man das in Paletten holt. Andererseits, bis man die Paletten hin und her rangiert hat, aufgepiekst, auf den Wagen, vom Wagen runter, irgendwo vernünftig hingestellt, vergeht auch eine Menge Zeit. Und ich denke mal, dass es vielleicht tatsächlich günstiger ist, wenn man den lose kauft. Das müsste man mal vergleichen. Vielleicht mal so eine Schaufel voll holen. Das sind ja 1000 Liter. Oder ein bisschen über 1000 Liter. Das kann man dann ja in etwa hochrechnen. Ob das günstiger ist. Wenn ja, dann ist auf jeden Fall, dann holen wir uns Kalk nur noch in loser Form und schütten uns irgendwo einen fetten Berg hin. Wobei Kalk, glaube ich, sogar in unser Silo reingeht, wenn ich das richtig gesehen habe. Würde es noch einfacher machen, dann brauchen wir nicht mal mehr irgendwas schaufeln. Einfach ins Silo kippen und mit dem Kalkstreuer und das Silofahren auffüllen. Fertig. Ist zwar wieder nicht unbedingt realistisch, aber eine gute
Methode auf jeden Fall. So, auf jeden Fall leistet unser Johnny hier schon sehr gute Dienste. Was ich auch noch nicht rausgefunden habe, was mich tatsächlich mal interessieren würde, was passiert eigentlich mit den ganzen Gerätschaften und Fahrzeugen, wenn man die nicht wartet? Werden die dann schlechter? Da könnt ihr mir mal gerne, wenn einer von euch das schon weiß, weil das ausprobiert hat oder die Erfahrung gemacht hat, was da so passiert, jetzt sagen wir mal mit der Seemaschine oder einem Grubber oder einem Flug, wenn man das nicht wartet, was damit passiert. Beim Traktor denke ich mal, wahrscheinlich wird der irgendwann mehr Sprit verbrauchen oder nicht mehr laufen. Aber bei den ganzen Arbeitsgeräten wüsste ich jetzt nicht, was soll da passieren eigentlich. So, der Zug ist schon länger nicht mehr vorbeigekommen. Es sei denn, er war hier, wo wir in diese Richtung unterwegs waren. Wir lassen uns überraschen. Ich war mir aber auch nicht ganz sicher, als der mich da mit dem Flug fast weggeräumt hätte. Es sah anschließend so aus, als wenn der voll gebremst hätte. Also, als wenn der für mich extra gebremst hätte. Kann aber auch einfach nur eine Täuschung gewesen sein, dass ich das so wahrgenommen habe, obwohl es gar nicht so war. So, ich habe hier gerade so ein bisschen nebenbei mal meine CPU und alles im Auge. Denn ich will erst mal schauen, ob ich vielleicht die Qualität der Videos noch ein bisschen hochschrauben kann. Im Moment sieht es ganz danach aus, aber es ist jetzt hier halt auch gerade nicht so viel zu sehen und im Umfeld. Was es dann ja erst schwierig macht, also dolle belastend wird es erst bei hohem Gras und Feldfrüchten, glaube ich. Aber im Moment sieht es noch ganz gut aus, dass ich das noch ein bisschen hochschrauben kann. Was im Endeffekt wiederum heißt, mehr Arbeit für meinen Render-PC und noch längere Upload-Zeiten. Aber das kann ja alles nebenbei über Nacht den ganzen Tag überlaufen. Muss, sonst wird das gar nichts. Weil mein Render-PC ist jetzt auch nicht so das krasseste Gerät. Da ist ein älterer AMD Octa-Core drin. Octa? Hexa-Core. Nee, was? Das sind 6 Kerne auf. 6 Kerne sind Hexa. Hexa-Core, genau. Die ich auch eigentlich ja günstig geschossen habe, weil ich gerade halt was zum Rendern gesucht habe. Dass ich, während ich hier am Aufnehmen bin, mehrere Folgen, dass da schon mal die ersten 1-2 Folgen durchgerendert werden können. Im Moment ist er noch mit der ersten Folge beschäftigt, die ich heute aufgenommen habe. Er scheint auch irgendwas zu haben. Der ist ganz schön langsam geworden. Das ging schon mal schneller. Wobei ich auch beim Rendern schon die Qualität ein bisschen hochgestellt habe. Also die Videos werden jetzt schon, sind jetzt schon ein bisschen größer in der Ausgabe her. Dementsprechend habe ich sowieso schon höhere Upload-Zeiten. Und wenn ich jetzt von der Qualität nochmal ein Stück höher gehe, dann wird es wahrscheinlich noch länger dauern. Aber auch da, das wird sich bestimmt, also je nachdem, was, ich kann es immer nur wieder sagen, es hängt halt alles von diesem Artikel 13 ab. Ich bin gespannt, wann da irgendwas sich ergibt, wann da entschieden wird, was das dann jetzt letzten Endes bedeutet. Können wir weitermachen, können wir nicht weitermachen, welche Einschränkungen haben wir, wenn wir weitermachen können, oder bleibt einfach alles, wie es ist. Dementsprechend mache ich das alles so ein bisschen abhängig, was ich mir so an meinem Equipment hole.
Brauchen werde ich auf jeden Fall noch viel. Sollten wir weitermachen können wie bisher, dann steht auf jeden Fall noch einiges an, was ich investieren muss. Eine bessere Kamera, ein Mikrofon, ein Mischpult, ein Greenscreen hätte ich gerne. Ja, einen anständigen Render-PC bzw. Render-Streaming-PC, weil Gaming-PC habe ich schon. Ich bräuchte halt am besten noch wirklich einen zum Streamen. Dass man halt auch die Streams in einer besseren Qualität rausfeuern kann. Ja, das sind halt alles so Sachen, die halt auch nochmal richtig kostspielig sind. Dann würde ich mir auch nochmal einen dritten bzw. einen vierten Monitor vielleicht noch holen. Einen dritten hole ich mir vielleicht auch unabhängig vom Paragraph, ja, vom Artikel 13. Denn so einen richtig geilen Gaming-Monitor, 144 Hertz, am besten auf 4K, sollte meine Grafikkarte, glaube ich, auch können. Hätte schon was. Da bin ich halt nur noch am Überlegen, ob ich einen Curved nehme oder einen normalen flachen Bildschirm. Da werde ich mich dann einfach mal ein bisschen schlau gucken, beziehungsweise umgucken, wie das Ganze so optisch wirkt. Einfach mal in die verschiedenen Läden fahren oder so, sich mal ein wirkliches Bild machen. Grunddaten, beziehungsweise, oder, ja, so ein bisschen Wissen habe ich mir schon sagen lassen jetzt. Ich habe da mal ein bisschen rumgefragt, ob es da irgendwelche krassen Unterschiede gibt zwischen einem Curved und einem normalen Monitor. Von irgendwelche Vor- und Nachteile jetzt, das soll wohl einfach nur Geschmackssache sein. So. Ja, wir werden diese Folge beinahe fertig mit einsehen. Auch nicht schlecht. Dann moderiere ich jetzt hier schon mal ab. Und dann sind wir auch gleich fertig. Beziehungsweise wenn nicht, den Rest nächste Folge, die letzten ein, zwei Bahnen. Ich bedanke mich natürlich wieder mal ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei gewesen seid. Es freut mich doch immer wieder, wenn ihr meine Videos guckt. Und ich kann auch nur jedes Mal darum bitten, wenn euch meine Videos gefallen, die Aktion, die ich mache, wenn ich euch sympathisch bin und gefalle, keine Ahnung, soll jetzt nicht falsch klingen, dann lasst mir doch gern ein Däumchen da und ein kostenloses Abo, wäre auch super nice. Ja, es ist immer noch Mitspieler gesucht für das Multiplayer-Projekt. Eure Kommentare sind immer noch gefragt. Ja, seid fleißig. Haut in die Tasten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.